Allherzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich bin der Serials. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid bei Division. Ich nehme euch auf die Reise mit durch DC. Und mal schauen, was so alles hier passiert. Wir haben jetzt hier ja noch einen Punkt zu befreien. Und es regnet in Division 2. Das habe ich auch noch nicht gekannt, dass sich da sowas geändert hat. Mag die nämlich nicht im Rücken haben. Übertragung erkannt.
zum Nachschubraum freigeschaltet. So. Gehen wir mal shoppen. Oh, das ist ein hübsche. Arsch, alles plündern. Alles plündern.
So, dann haben wir das jetzt auch geschafft. Dann müssen wir mal gucken, was wir da noch so alles mitnehmen müssen können. Haben einen Shaytech-Behälter erbeutet. Er ist in einem Hotel, wo sie das sortieren, was die Zivilisten und anderen Fraktionen abnehmen. Sie müssen ihn bergen und ins Weiße Haus bringen. Die Hyenas bunkern Shaytech in diesem Hotel. Die brauchen wir. Kommt ja von einem Gefecht ins nächste. Voll versteckt hier. Boah, der ist zu Tode gefoltert worden. Ich habe ihn geortet. Er muss sich irgendwo unter ihnen befinden. Sie sind jetzt beim Shaytech-Behälter. Gegner nähern sich.
Der Ausgang liegt vor Ihnen. Zeit zum Auschecken. Shaytech-Behälter zum Quartiermeister. Vielleicht kann er ja etwas damit anfangen. Also wir müssen das Ganze zum Quartiermeister bringen. Damit hätten wir eigentlich schon das nächste. Was sind wir da eine Stufe aufgestiegen? Und sind ja quasi schon am Kapitol. Dann können wir doch auch gleich hinlaufen. An der Grafik kann ich mich gar nicht genug erfreuen. Also das sieht man sich wirklich satt. Ja. Da weiß man, was man für seine Hardware bekommt. Ne? Geiselbefreiung machen wir auch noch. Ziel ist weg!
Hola? Gebt euch, Hola. Das kleine Negerlein hat mich Trulla genannt. Hallo? Jetzt gibt's erstmal was auf die Mütze. Sagt das Negerlein zu mir, Trulla. Also ich hätte ihn ja vielleicht leben lassen, aber ey, das geht gar nicht. Ey. Division Trulla hat er gesagt. Und ich gehöre ihm. Der gehört mir vielleicht, ja. Das habe ich ihm auch gezeigt. Also die Sprüche sind manchmal schon echt heftig. Aber das macht die ganze Spielatmosphäre, finde ich, auch ein bisschen aus. Also Division 2 ist ein sehr gelungenes Spiel. Kann man echt nicht meckern. Kostet auch nicht mehr ganz so viel. Ja, also... Das wissen wir, dass man modifizieren können. Kann man jetzt da was machen? Ah, hier kann man das also machen mit diesem ganzen PvP-Gedöns. Erstmal verkaufen. Danke. Das fehlte noch im Inventar. Kann ich gut brauchen. Genau das wollte ich, Agent. Das wird helfen. Das kann ich gut brauchen. Das kann ich gebrauchen. Danke für Ihr Kommen. Dann zerlegen wir. Lohnt sich nicht. Suchen Sie was Bestimmtes? Damit ist mein Inventar wieder gut gefüllt. Danke. Ein gutes Geschäft.
Mit Ihnen mache ich gern Geschäfte. Vielen Dank, Agent. Ich weiß das zu schätzen. Danke, dass Sie hier waren. Viel Spaß mit Ihrem Einkauf. Danke für Ihr Kommen. So. Dies war notwendig. Hey, Sie! 12 Stück haben wir. Vorteile. Ja, wir müssen Vorteile kaufen, ne? Materialien, da brauchen wir Lagerkapazität, ja. Rucksack, Inventar 2. Stufe 30. Wiedersehen.
sie zu sehen. Ach, die haben alles selber. Verkaufen. Schrott. Okay, was ist da passiert? Wer hat das hier organisiert? Ein Affe? Was? Sie sind spitze, Agent. Stufe 4. Fällig? Mein Inventar dankt Ihnen. Mit Ihnen handle ich gern. Agent, ich glaube, ich habe alles an Ausrüstung, was ich brauche. Endlich kann's losgehen. Kann man also dann theoretisch Waffen machen? Und zack, da haben wir ihn. Thank you.
So. Was gibt's hier? Noch nix. Ist auch noch nix. So, dann schauen wir doch mal. Wir brauchen wirklich Hilfe. Da haben wir noch was. Ja, das passiert im Kampf, einfach mal verwirrt zu sein. Aber lieber verwirrt als tot. Würde ich jetzt einmal behaupten. Hab schon gedacht, das Spiel will mich wieder ärgern. Tragbares elektronisches Gerät erkannt. Wenn man einfach nur auf die Kopf schaut, ein Hindernis jemand trägt oder wie es einem, dass jemand trägt, dann ist es eine einfache Sache.
So. Ballerei, ich will auch. Okay. Geile Waffe. Die machen wir. Ich wusste, wir schaffen das. Vielleicht halten sie sich jetzt von uns fern. Nicht ihr habt's geschafft, ich hab's geschafft. Wollen wir mal hier festhalten. Ganz nebenbei. So. Oh. Könnten hier irgendwo vielleicht die Dachgärten sein? So, haben wir das? Das Theater benötigt neue Batterien für seine Kommunikationsausrüstung. Vielleicht finden Sie welche im Olia Technologiebüro. Gehen Sie dorthin und suchen Sie alles ab. Jawohl, wir gehen dahin. Ups, andere Richtung. Und suchen alles ab. Ich soll doch nur Batterien holen. Registriere zusätzliche Feindkontakte. Aber. Zusätzliche Feindkontakte finde ich ja mal nett.
Ja. Können wir ja weiter. Berichten zufolge plündern Hyenas das Odia-Büro. Da könnten Batterien sein. Finden Sie einen Weg hinein und schauen Sie nach. Das Theater braucht Sie für seine Kommunikationsausrüstung. Scheint, als wäre der Eingang verbarrikadiert. Sehen Sie sich um, Agent. Vielleicht gibt's einen anderen Weg hinein. Die sind alle geknickt. Schauen wir doch jetzt einmal, was hier drin so los ist. Und ob ich Batterien finde. Schluss einzusammeln. Sieht aus, als gäbe es eine Art Brücke über die Gasse. Sehen Sie sich das an, Agent. Das könnte ein Weg ins Odia-Büro sein. Bleib locker! Wir kümmern uns darum.
Zivilist. Das ist Vikram Malik, technischer Direktor von Odia. Die Hyenas zwingen ihn wohl zur Arbeit. Holen Sie ihn da raus. Schmeißt mit Granaten. Jetzt ist Rambo angesagt hier. Vielen Dank. Es waren die Hyenas. Ich sollte ihre Ausrüstung reparieren. Wenn Sie hier irgendwas Brauchbares suchen, dann haben Sie Pech. Naja, Sie haben hier zwar keine Batterien gefunden, aber dafür einen Zivilisten gerettet. Und das ist ein Sieg. Und wer weiß, vielleicht wird uns Malik nochmal irgendwann nützlich sein. Sie sind hier fertig, Agent. Ziehen Sie ab. Auch. Ja, sieht es doch schon mal ganz gut aus.
machen wir da mal eine Schnellreise hin. So. Wie läuft's? Na also. Machen Sie's gut. Schade. Was kann man da machen? Rüstung. Nee, meine ist besser, wo ich habe. Danke. Gut, dann würde ich doch einmal sagen, beenden wir diese Folge für heute. Und es hat mir eine Freude gemacht, dass ihr zugeschaut habt. Wenn ihr jetzt noch ein Like da lassen würdet, würdet ihr mir sehr helfen. Eventuell ein Abo, falls ihr noch kein Abo habt, damit ihr nichts verpasst. Schließlich wollt ihr ja wahrscheinlich die nächste Folge ja auch nur noch ansehen. Und bis zur nächsten Folge sage ich euch dann alles Gute. Bleibt gesund und schaut wieder rein, wenn das nächste Video wieder online ist. Ciao, ciao.